Und damit herzlich willkommen zurück zu Receiver 2. Wir haben eine schöne P226. Leider keine P226R. Moment. Ich muss mich erstmal wieder ins Spiel zurückfinden. Ich habe wieder ein paar Tage nicht gespielt. Sieben Schuss haben wir. So, jetzt haben wir 8 Schuss. Und wir entspannen den Hahn mal. Denn das ist die Waffe für uns ungefährlicher. Wir tapern jetzt hier einmal wieder durch. Ich habe seit 2 Tagen nicht gespielt. Bin also mal wieder komplett unvorbereitet. Moko schon mal aggressive geworden. Cool, ich habe leider keine Taschenlampe. Ich muss sagen, in dem Spiel finde ich die Taschenlampe deutlich nützlicher als im ersten Teil. Da ist ziemlich viel los. So. Weiterhin 7 Schuss. Und man muss sich einen Receiver echt angewöhnen, nicht so viel auf den Boden zu gucken. Weil die Sachen, die wirklich interessant sind oder gefährlich sind, passieren in der Luft. So ein Turret übersieht man seltener. Wie ich im letzten Part das Turret übersehen habe, war auch mega dumm. Ich habe mich dann im Nachhinein, als ich das Video gesehen habe, richtig darüber geärgert, weil ich dann halt verstanden habe, wo das Ding stand. Und dass ich mich richtig dumm verhalten habe, da wieder runter zu gehen. Ich hätte einfach nach oben gehen müssen, das wäre safe gewesen. Aber das sieht man halt meistens erst im Nachhinein. Okay. Ich guck mich hier noch einmal um. Auf der Kiste kann was spawnen. Ich meine, mitten drauf kann auch was spawnen. Bin ich mir aber gar nicht sicher. Oh, ist auf jeden Fall nichts. Und ich habe echt Angst, da jedes Mal... Gut, oder? Und ich habe jedes Mal echt Angst, da einzubrechen. Ich hoffe, wir kriegen Part 4 dieses Mal fertig. Oder Level 4. Denn langsam... wird es langweilig. Oder, ja, was heißt langweilig? Es wird unlustig, das immer wieder und wieder zu machen. Ich bin auch ein bisschen ruhiger gerade. Wir haben es relativ früh wieder. Wir haben es 10:40 Uhr. Ich muss in einer Stunde arbeiten. Beziehungsweise ich muss in einer Stunde los. What the f... Was? Das kann ich nicht aussprechen. Ich muss in einer Stunde los. Beziehungsweise in einer 50 Minuten. Von daher nehme ich jetzt nochmal schnell ein paar auf. Heute wird auch kein Need for Speed kommen, denke ich mal. Das schaffe ich nicht mehr. Muss nämlich gleich noch duschen gehen. Und ich erzähle gerade viel zu viel Privates in diesem Spiel. Weil dieses Spiel ist ja eigentlich storybasiert, kann man jetzt nicht so sagen. Eigentlich ist Need for Speed das Spiel, in dem ich alles mögliche erzähle. Nicht das hier. Oh, hier ist zu. Okay. Cool, danke für gar nichts. Gute war. Dann latsch ich mir wieder hoch. Ich kann mich ein bisschen verschnupft anhören. Ich bin aber nicht so richtig verschnupft. I can't take this meaningless existence. Oh shit. There's no point to anything. Moment. Nobody cares if I live or die. All of humanity is just mold. Scheiße, es dreht rum. Fuck. Ich hätte erst das Tape anhören sollen. Shit. Goodbye. Man kann verhindern, dass er sich damit umbringt, oder? Ja, guck mal, wenn man V gedrückt hält, kann er nicht abdrücken. Ansonsten kann er so machen. Aber wenn man V gedrückt hält, kann er sich mit der Waffe nicht umbringen. Sehe ich das richtig?
Meine Fresse, ey. So. Bin mir nicht sicher, wie viel Munition ich gerade drin habe. Ich glaube. Ja, genau. Drehst du wieder zurück? Okay. Ich kann natürlich einfach drauf schießen, aber das ist mir zu gefährlich. Ah, Kurva! Ich hatte gehofft, der dreht nicht so weit. Ich habe nämlich dann gesehen, dass im zweiten Gang daneben auch noch einer steht. Ja, ja, komm, rank down. Loading. Mei. Ne? Ich will ja endlich mal Spaß an dem Spiel haben. Also, das ist falsch gesagt. Ich habe auch so Spaß an dem Spiel. Aber es kotzt mich echt an, dass es dauernd, dass man zurückgerankt wird. Ist richtig rum eingestellt. Ich habe keine Munition. Okay, es ist ein Schuss geladen. Okay, ich habe 5 Schuss und ich habe auch wirklich nur 5 Schuss. Also 6 jetzt. Mit der in der Kammer. Da ist ein Flieg-Flieg. Kishi, ist es einfach, die Gegner umzubenennen? Mit dem Mod? Und dann könnte man die wirklich Flieg-Flieg und Dreh-Dreh nennen. Weil da steht ja immer, von was man getötet wurde. Das ist ein Deckendrehdreh, das habe ich nicht richtig erkannt. Das hat gerade ganz schön Munition gekostet, muss ich zugeben. Ich glaube, ich habe jetzt nur einen Schuss oder so. Kann er mich hier sehen? Nein. Das würde ich als Abuse sehen übrigens. Nicht als Cheaten. Oh, das war sehr gut. Junge. Pimmel mich hier mal nicht so an. Ah, 4 Schuss, also 5. Gut, dann gucken wir uns hier mal um. Ich glaube übrigens, letztes Mal war das auch ein Deckendrehdreh, was uns da umgebracht hat, wo ich mich so ein bisschen aufgeregt habe. Was absolut meine eigene Schuld war. Will ich nochmal anmerken. Den Raum mag ich nicht mehr. Nee, den Raum finde ich eigentlich ganz cool. Ist halt eben nicht so gut gelaufen. Sind wir mal ehrlich. Das ist kaltweißes Licht. Ich muss sagen, kaltweißes Licht ist in dem Spiel schon echt fucking blau. Aber naja, was soll's. Also so. Dann tappen wir nochmal eben hier hoch. Da steht auf jeden Fall ein Sleeping Turret. Danke. Da ist ein Flieg-Flieg. Wir gehen mal hier hoch erstmal noch. Gucken uns hier mal um. Am besten können wir jetzt noch so ein Sleeping Turret und ballert mich erstmal richtig weg. Dieser Sound von dem Ding regt mich übel auf. Vor allem der ist, also, ich muss echt zugeben, der ist übel schlecht gemacht. Der Sounddesign in dem Spiel ist nicht gut. Guck mal, warum höre ich es jetzt nicht und jetzt schon? So, das macht keinen Sinn. Nein, auch nicht mit der Lore. Ich glaube, ich gehe oben lang. Weil ich gerade mehr Bock auf oben habe. Guck mal, warum höre ich es jetzt nicht mehr? Es ist 2 Meter neben mir. Das ist halt super stupid. Ich höre dich. Und hier sind ein Flieg-Flieg und ein Dreh-Dreh. Tu mir den Gefallen, geh kaputt, wenn du hier runterfliegst, okay? Wo ist?
Meine Güte, ey. Puh, das war aber auch enorm dumm von mir gespielt. Da ist das andere. Ich hasse das Sounddesign in diesem Spiel. Ich höre dich, danke. Ich hoffe, du hast ein bisschen Munition für mich. Dreh dich mal weg, bitte. Ach, das ist da oben. Das ist ein... Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, das ist hier drin, aber nein. This tape is designed to test your focus in the face of distraction. Maintain focus on your breathing. Das hatten wir schon mal. Aber das ist cool. If your attention wandered, that is normal. Just notice that without judgment. Let's try again. Good job. Can you please not? Ja, jetzt habe ich geladen. Moment. Kurwa, ich habe aufs Falsche geschossen, ey. Junge, wo hat der seine scheiß Munition hin verloren? Wieso kann ich die nicht aufheben? Oh, das ist behindert, ey. Okay, danke. Ich hätte wirklich gerne die Munition übrigens. Vor allem, ich kann sie, glaube ich, sehen und ich kann sie nicht aufheben. Geil! Ah, nee, sie ist hier runtergefallen. Okay, dann geht's. So, er hat sogar ausnahmsweise nachgeladen. Und ich muss mir jetzt quasi die Munition von den drei roten Luftballons hier holen. Abwarten. Ah, wenn man alle trifft, kriegt man, glaube ich, sogar noch einen dazu. Ist da oben Geschütz? Zwei kriegt man sogar, glaube ich, dazu. Ich habe jetzt gerade 5 gekriegt anstatt 3. Ich bin verwirrt. Okay, da springe ich mit Sicherheit nicht drüber. Ich meine, dabei bricht er sich ja schon fast einen Fuß. Ja, wegen Murphy's Law. Okay, da komme ich gar nicht lang. Geil. Gut. Halt die Fresse. Du nervst. Scheißteil. Gut, ich würde sagen, wir gehen unten weiter. Ich weiß gar nicht, wie tief runter kommt man. Kommt man maximal bis zur... Oh, nice. Kommt man maximal bis zur 6? And are strong enough to survive the mind kill. The world will seem both familiar and strange at the same time. You will be in the last vestiges of your world. The only part that your mind tech could protect. You might walk out of your apartment and into a hospital or a construction zone or a factory. You know, it is vital that you know that you are not dreaming. This is real. This is the time that you have prepared for. 8 Schuss in der Waffe. Schön. This is the time you have prepared for. Ich habe nur leider für nichts prepared. Also ziemlich schlecht für uns. Ich hätte wirklich gerne eine Taschenlampe. Okay, in dem Raum hier. Dieses rote Licht macht mich wütend. Da ist ein Turret. Richtig? Falsch. Doch, ist richtig. Junge, wie soll man den denn ausschalten, ey? Der ist ja übel unfair. Genau, so soll man ihn ausschalten, okay.
Aside from the polymer frame, the Glock's most controversial design choice is the lack of external safety switch, relying entirely on its three internal safeties. Glock made this decision because Austrian soldiers carried pistols with an empty chamber, making a safety switch redundant. Americans carry pistols with a round chambered, so after adopting the Glock, there was an epidemic of Americans accidentally shooting themselves and each other. The FBI Academy study found that the Glock pistol has, quote, high potential for unintentional shots. Glock always points out that the internal safety features guarantee that the pistol will never fire unless the trigger is pulled. If you pull the trigger at the time, it's their own damn fault. American Glock fans agree, saying that these negligent discharges are a training problem and not a design problem. The one thing that everyone agrees on is that loaded Glock pistols should only be carried within a and with sufficient training. You shouldn't keep a loaded Glock in the front of your waistband unless you really need help hitting those high notes. True. Also ich muss sagen, über das Design eines Safety Switches kann man diskutieren, aber prinzipiell haben sie recht. Wenn du deine Waffe niemals geladen trägst, hast du auch keine Gefahr. Für die österreichische, also für das, wo es designt worden ist, perfekt. So, die haben niemals eine geladene Waffe im Holster, dann brauchst du auch keinen Safety Switch. Vor allem, du hast ja im Endeffekt ein Safety. Nur halt nicht so herkömmlich, sage ich jetzt mal. Es ist halt kein Safety Switch wie in jeder, wie an jeder Waffe ist, sage ich jetzt mal. Aber interessant zu wissen, dass die österreichische Armee ihre Waffen ungeladen trägt quasi. Es ist ja actually nicht ungeladen, aber es ist schon anders als, ich glaube, jede andere Vereinigung. Das war übrigens doch schon ziemlich kaputt. Was habe ich denn getroffen? Habe ich das Kugellager getroffen? Ich bin mir bei denen leider nicht sicher, wo was sitzt und die Patrone ist, glaube ich, runtergefallen. Ich tappe mal nach unten. Ich muss gleich eh da rein, denke ich mal. Ne, keine Ahnung, wo die Patrone hingefallen ist. Egal. Egal! Ich könnte hier rein. Ende. Okay. Dann gehe ich wohl da rein. Brauchen wir noch eins. Moment, ich mache mal kurz so. Ah, wieder 8 Schuss. Hallo. Da steht ein Tourette. Ich glaube tatsächlich, der ist auf dem Dach. Mir gefällt der Raum gar nicht. Also die Raumkonstellation gefällt mir gar nicht. Muss ich ehrlich sagen. Du kannst mich hier nicht sehen. Also halt Schnauze. Okay, auf das Ding darf ich auch nicht aus der Nähe schießen. Weil Kugel kommt aus dem Lauf und tut Aua. Junge! Fisch, ey! Schieß halt noch ein bisschen beschissener. Ja, geil! Wie war das mit dem Problem von Munition? Eben hatte ich keins, jetzt habe ich wieder eins. Aber ich habe halt auch gerade wirklich beschissen geschossen. Muss ich jetzt zugeben. Das war gerade nicht so mein bester Schießmoment. Wenn das Scheißding von da oben nicht die ganze Zeit reingucken würde, könnte ich hier auch einfach was machen. Aber so habe ich halt echt Angst, diese Treppen runterzugehen. Also ich habe eh Angst, diese Treppen runterzugehen.
Hallo. Komm leider nicht an dich ran. Das hätte ich dich gerne anders zerstört. Falsche Taste gedrückt übrigens. Ich wollte so machen. Ah, ist ungeladen. Jetzt geladen. Ah, hier ist die hingeflogen. Okay. Ich hätte wirklich gerne eine Taschenlampe. Dupdi-dupdi-du. Ich hab den noch nicht gesehen, Alter. Mit dem hatte ich legit gar nicht gerechnet. Kannst du woanders hingucken? So. Wie viel Schuss habe ich? 5. Vier. Da oben ist noch eins. Vier Schuss. Alter Schwede, ey. Warum sagt man eigentlich alter Schwede? Woher kommt diese Redensart? Kann mir das einer... Das höre ich, okay. Was bist du? Security Camera. The threat has taken control of the security. Appreciate. Okay. Die sehen mich und machen Alarm. Und dann kommen Drones. Die sind quasi arschgefährlich, die Dinger. Obwohl sie quasi ungefährlich sind. Mies. Kann die unter sich sehen, ist jetzt die Frage so. Nein, kann sie nicht. Okay. Ich hätte gerade übrigens fast wieder mir selbst ins Knie geschossen. Okay, boah, mieser Gegner, ey. Miese Krise. Gut, aber haben wir kennengelernt und gelernt, dass man drunter kriechen kann, um sie auszuschalten. Hallo. Ich hätte gerne Munition, wenn ich ehrlich bin. Und hier komme ich. Ja. Da bin ich runtergeklettert. Warte mal, hier oben war ein Gerät. Vielleicht war es aber das Flieg-Flieg, was hier einfach nur irgendwie hingeleuchtet hat. Auch possible. Immer. Auf jeden Fall war hier gerade wieder ein Leuchten. Von der Drohne, glaube ich. Sind zwei. Hallo. Ich bin es.
Der Fisch. Wo sind Sie, Herr Drohner? Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Alter, bin ich erschrocken, ey. Okay, was davon habe ich kaputt geschossen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube den Schutz. Oben wahrscheinlich. So, und da ist irgendwo noch einer. Wie viel Schuss habe ich? 2 oder 3. Und ich schmeiße das Magazin weg. Ist nachgeladen? Ja. Okay. Irgendwo ist hier nämlich noch einer. Wir sind 2 gefolgt, glaube ich. Und einen habe ich nicht mehr gesehen. Weißt du? Fick dich. Ich habe dieses Mal ihren Taser zerstört. Und nicht ihren anderen Scheiß. Ihr Lichtlein. Ihr Sucher. Ist hier jetzt noch einer? Dann kriege ich einen Anfall. Hallo, mein Name Hans. Kommen für gucken nach die Drohnen. Hallo? Hallo? Hier oben relativ sicher. Ich gehe besser in die andere Richtung. Warum rede ich für Schweizer? Ich weiß nicht. Wir gehen ans andere Gerüst mal nach oben. Wir haben inzwischen noch 27 Minuten. Wo kommst du schon wieder her? Da ist Licht. Okay. Ich höre ein Tape. Ich weiß noch nicht wo. Höher scheinbar. People often wonder where the Glock 17 came from. So, while Herr Gaston Glock slept through his day job as a manager of an Austrian radiator factory, he found new ways to use the old Soviet metal press he kept in his garage. With poetic inspiration, he named his first product, a doorknob, the Glock 1. His second invention was the Glock 2 curtain rod, and so on, up to the Glock 15 entrenching tool for the Austrian army. When the Austrian infantry adopted the Steyr AUG assault rifle with a radical design based on a polymer frame, he learned to use an injection molding machine to create the matching Glock 16 bayonet with a polymer handle. Now, while delivering his bayonets to the Ministry of Defense, he overheard two colonels complaining about the latest pistol trials. None of the competitors were hitting the mark. Glock asked them if he could try designing a pistol, and they laughed in his face. Now, how could some random civilian compete with old masters like Beretta, Steyr, and Sig Sauer? He had no experience with firearms, so he bought a few and took them apart, and tried to figure out how he could make a new one to match the Steyr AUG. 1 year later, he filed a patent for his latest invention, the Glock 17 pistol. Krasser Typ auf jeden Fall. Wir haben Level 5 geschafft, das heißt, wir sind jetzt in Level 4 geschafft. Wir sind jetzt in Level 5. Von Welt 1, glaube ich. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich würde sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und tschüss.